Heute geht es mal wieder um Unternehmensberatung, aber wir reden heute über ein Segment von Unternehmensberatung, über das wir so noch nie gesprochen haben. Und als erstes geht es erstmal darum, die Person dahinter zu verstehen. Wir reden nämlich über Consulting im Grunde für die Immobilien- und Hotelindustrie. Und damit hast du nicht angefangen, Martin, sondern gestartet hast du mal bei einem Marktforschungsunternehmen und dann ging es, glaube ich, langsam auch über klassische Stationen ins Consulting. Lass uns gerne mal ganz kurz ein bisschen zurückblicken und dann immer weiter in Richtung dieses besonderen Geschäftsmodells, was du seit mehr als 15 Jahren treibst, sprechen. Gerne, ja. Also danke für die Einladung. Und Marktforschungsunternehmen ist nicht ganz richtig, es ist Marktforschungsabteilung, ist richtig. Ich habe an einer Fachhochschule für Tourismusmanagement studiert und habe dort im letzten Semester bei Austrian Airlines gearbeitet und war dort in der Marktforschungsabteilung tätig. Was heißt das? Marktforschungsabteilung im Sinne von Auswahl neuer Destinationen, wo Austrian Airlines hinfliegen konnte. Damals war Google noch neu, ich habe damals wieder gelernt, was Google ist. Wir haben noch Handforschung ganz old-fashioned betrieben mit Marktforschungsreisen, mit Experteninterviews und so weiter und so weiter. Dort auch meine erste E-Mail-Adresse bekommen. War sehr, sehr spannend für mich, weil ich damals nach dem Studium in Städte und Orte gekommen bin, die exotisch waren, heute immer normaler wären. Es waren so Ziele in Saudi-Arabien, in Usbekistan, in Aserbaidschan etc., was heute schon auf den normalen Listen der Fluglinien ist, war damals alles neu und war für mich ein sehr aufregender Job, den ich 2 Jahre machen durfte. Es war auch insofern eine sehr spannende Zeit, weil Austrian Airlines ist damals von Lufthansa gekauft worden, es war damals alles sehr aufregend und sehr neu, wo wir aber auch gesehen haben, dass auch bei großen Unternehmen nur mit Wasser gekocht wird, wenn man geglaubt, da ist alles besser und größer und toller, aber in Summe arbeiten alle letztendlich irgendwo gleich und das war für mich ganz eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe, dass nur weil ein Unternehmen groß ist, dort nicht auch alles toll und viel besser sein muss als bei kleinen Unternehmen. Danach war mein erster Schritt in die Unternehmensberatung, bin zu einem Rationalisierungs- und Sanierungsberater gewechselt, der ausschließlich Kartonwerke beraten hat. Dort ist es darum gegangen, EBITDAs in kartonproduzierenden Werken zu steigern. Es waren sehr spannende Projektorte, an die ich reisen durfte oder musste. Mein Start war an der bulgarisch-rumänischen Grenze, mittlerweile 25 Jahre her. Damals war das Ganze noch nicht so erschlossen, wie das heute ist. Damals ist man zum Teil noch mit Pferdefuhrwerken dort auf der Straße gefahren. Dann unmittelbar in ein großes Werk als großer Gegensatz nach Neuss gekommen. Dort war alles also hochprofessionell, war hochstandardisiert und hochstrukturiert war. War für mich auch sehr spannende Erfahrung, weil es um das Thema Sanieren und Rationalisieren gegangen ist. Man war natürlich überall der Unbeliebteste, wenn man dorthin gekommen ist. Für mich war es insofern eine sehr schwierige Zeit, weil ich eigentlich damals jung war, mit wirtschaftlicher Ausbildung, hatte aber nur mit Techniker zu tun, die das schon 20 oder 30 oder 40 Jahre gemacht haben, was sie taten. Und das war eigentlich so jeden Tag irgendwo Kampf und mit diesen Leuten Dinge umzusetzen. Und jetzt seit 20 Jahren mittlerweile in der Hotel- und Tourismusberatung tätig. Sehr, sehr spezielle Form von Unternehmensberatung, wenn du sagst, speziell Restrukturierung von Kantonageunternehmen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, da ging es dann manchmal darum, Medizinverpackungen, Glühbirnen, also irgendwie so ein Bereich, der uns auch alltäglich umgibt und über den ich wenig nachgedacht habe, auch bis zu dem Moment, wo ich mal bei der Fachpack war. Ja. Sagt ihr das was? Fachpack sagt mir nichts. So eine Messe für Verpackungsindustrie, wo ich als studentischer Berater mal auf Akquise-Spuren gegangen bin mit einem Team. Die Herausforderungen erkannt, ja. Wir haben dann die nicht restrukturiert komplett, sondern eher Marketing-Vertriebskonzepte für die gemacht. Aber wie viel Prozent Marge hat so ein Kartonagewerk? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe das Ganze, diese Zahlen eigentlich nicht mehr in Erinnerung. Ich war nur für meiner ersten Unternehmensberatungsjob für einen einzelnen Teilbereich damals verantwortlich. Es war über diese Prozessoptimierung, über die wir gesprochen haben. Wir haben dann Beobachtungsanalysen gemacht, wir haben im Minutenrhythmus, auch im 30-Sekunden-Rhythmus aufgeschrieben, was die Mitarbeiter tun, was die Maschinen tun. Und versucht es dann im gesamten Team als Puzzle zusammenzufügen und dann versucht die Prozesse zu optimieren und die zu rationalisieren. Das ganze große Big Picture war damals noch zu weit weg für mich. Okay, und die Reiserei, war das was sich auch sehr gereizt hat? Wenn du sagst, Pferdefuhrwerke in Bulgarien, jetzt ist es eine schöne Geschichte. Wie war das damals? Reiserei reizt mich ja seit Anfang an. Das war auch einer der Gründe, warum ich damals bei Austrian Airlines gearbeitet habe.
Damals dann bei dieser Unternehmensberatung hat mich die Reiserei etwas genervt, weil sie von Montag bis Freitag war, so wie es Unternehmensberater früher oft machten. Montag um 7 Uhr den ersten Flug nach Sofia oder nach Düsseldorf zu nehmen. Freitag um 18 oder 20 Uhr nach Hause kommen, die ganzen 5 Tage dann mit den Kollegen Tag und Nacht zusammen sein. Von 7 bis 20 Uhr beim Kunden sitzen, also so Hardcore-Unternehmensberatung, wie man sich das irgendwie vorstellt. Das ist mir dann irgendwann auf die Nerven gegangen, weil ich dann eine neue Beziehung hatte und irgendwann einfach zu lange von zu Hause weg war. Soziale Kontakte haben irgendwo gelitten, weil ich dann am Freitag um 20 Uhr nach Hause gekommen, wollte man eigentlich seine Ruhe haben, Zeit für den Partner haben, Zeit für die Freunde haben, Zeit für sich haben, wieder Wäsche waschen, irgendwann zum Arzt gehen, zur Reinigung gehen etc. Das sind Dinge, die mir dann irgendwo nicht mehr in mein Leben gepasst haben und das war dann der Grund, warum ich das dann nach 2 Jahren aufgegeben habe. Habe ich schon mal gehört, die Geschichte. Ist ganz spannend, wie das früher das typische Muster war. Ist heute anders, aber wie ging es dann bei dir weiter? Wie war dein Prozess zu dem, was du heute machst als Partner von eigentlich einer eigenen Unternehmensberatung? Ich habe dann gedacht, dass Hotel und Tourismus und Reisen eigentlich meine Leidenschaft ist, dass das eigentlich irgendwo bleiben sollte. Unternehmensberatung mir Spaß gemacht hat, da irgendwo sehr große Lust dazu bekommen und habe dann versucht, irgendwo die beiden Dinge zu kombinieren. Zu dem Zeitpunkt gab es in Österreich 2 Unternehmensberatungen, die das Ganze angeboten haben. Habe mich dann bei einer dieser Firmen beworben, wurde dort auch gleich genommen, da war dann 7 oder 28. Bin dann dort relativ rasch die Karriereleiter nach oben geklettert, denn die damalige Geschäftsführerin, die hat irgendwo keinen Bock mehr gehabt auf das ganze Thema und wollte sich um andere Themen kümmern, nämlich um das Thema Hotel Development an sich. Und die hat mich dann gefragt, ob ich ihre Anteile in der Firma kaufen will, ob ich dort Geschäftsführer werden möchte. So eigentlich eine coole Opportunity für mich. War allerdings auch ein bisschen überfordernd, weil alles neu war mit Krankenkassen, mit Finanzamt, mit Reporting, mit Buchhaltung, mit Mitarbeiterführung etc. War eine gute Chance, war dann dort 5 oder 6 oder 7 Jahre und bin vor 13, 14 Jahren mit meinem Team, das ich damals hatte, zur MAP gewechselt. Das ist mein heutiges Unternehmen. Bin dort als Partner eingestiegen. Dort gab es 2 Altpartner und wir haben dann zu dritt dieses Geschäft über die letzten Jahre dann weiterentwickelt. Wenn wir da nochmal zurückgehen in diese Station, wo du dich eingekauft hast, wie groß war das Unternehmen und was musstest du da ungefähr in die Hand nehmen? Ich habe nichts in die Hand genommen, außer das Stammkapital, außer das Stammkapital, das einzubezahlen war. Warum? Weil ich bestehende Mitarbeiter und bestehendes Geschäft mitgebracht habe. Das Unternehmen war damals 4 Mann groß, das waren die beiden Partner mit ihren beiden Assistentinnen, also wirklich, die waren auch erst so im 3. oder 4. Jahr. Du redest jetzt schon von MAP. Mir geht es nochmal einen Schritt davor. Damals musste ich auch außer dem Stammkapital für die GmbH keine finanziellen Beiträge leisten. Ah, okay, das hat einfach ins Konzept gepasst. Genau. Und die damalige Geschäftsführerin war froh, dass sie einen Nachfolger hatte, mit dem sie vertraut, von dem sie geglaubt hat oder in dem sie vertraut hat, dass der das weiterentwickeln kann. Wow, okay. Wir sind heute noch geschäftlich befreundet, nicht nur geschäftlich befreundet, in Summe befreundet. Ja. Aber ich glaube, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Die Person hat uns verfolgt mich im positiven Sinn eigentlich die letzten 20 Jahre, weil sie aus dieser Partnerschaft heraus sehr viel geschäftliche Dinge ergeben haben. Okay, verstanden. Also erst im Kleinen, dann MRP war der andere Partner auf dem Markt, weil du auch gesagt hast. Korrekt, war damals der richtige dritte dann eigentlich, der im Entstehen war, ja. Okay, und das hat alles damals komplett auf österreichischem Boden stattgefunden und auch österreichischen Fokus gehabt oder war die damals auch schon international aufgestellt? Meiner Kohl & Partner, das war das erste Unternehmen, wo ich war, war damals ein rein österreichisches Unternehmen, ist damals sehr stark in die Internationalisierung gegangen. Deutschland ist natürlich ein extrem wichtiger Markt und das war so 2006, 2007, 2008, das war die goldene Zeiten in Osteuropa und das war für Österreich natürlich enorm wichtig, weil sehr viele österreichische Unternehmen in diesen Ländern investiert haben. Insbesondere österreichische Immobilieninvestoren haben Sofia entdeckt, haben Bukarest entdeckt, haben Budapest entdeckt, haben Prag entdeckt. Und wir haben damals versucht, die Geschäfte in Rumänien und Bulgarien aufzubauen. Hat eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert. Insbesondere in Rumänien war zu diesem Zeitpunkt Goldgräberstimmung. Ist allerdings dann je durch diese 2008-Finanzkrise, die wir hatten, ist dort nichts mehr gegangen. Und das war dann der Grund, warum wir uns entschieden haben, die Geschäftstätigkeiten in diesen Ländern dann wieder einzustellen und uns auf die Kernmärkte Österreich und Deutschland zu fokussieren. Und heute beratet, managt und verkauft oder hilft auch beim Verkauf von Hotels
für die Eigentümer, aber auch für letztendlich die Betreiber. War das damals schon genauso? Oder hattet ihr damals einen stärkeren Fokus? Damals war es ausschließlich Unternehmensberatung, aus der sich im Bereich Hotel Development. Wir haben damals Feasibility-Studien erstellt und haben Betreiber gesucht für Hotelprojekte. Und haben uns dann immer wieder weiter versucht, von diesem Geschäftsmodell wegzuentwickeln, neue Geschäftskonzepte zu entwickeln. Insbesondere das Thema Asset Management ist einer unserer größten Produktlinien, die wir heute haben, die damals entstanden sind. Wir haben heute so 5 oder 26 Hotels an der Asset Management. Das heißt, wir beraten an der Schnittstelle Eigentümer-Hotelbetreiber. Die Rechnungen für die Leistungen gehen an den Eigentümer. Wir arbeiten mit dem Betreiber zusammen, wir monitoren die Betreiberleistung, wir monitoren, ob die Pachtverträge richtig gelebt werden, ob die Managementverträge richtig gelebt werden. Das ist so, wie gesagt, unser Hauptprodukt. Aus dem heraus haben sich immer wieder unterschiedliche Opportunitäten ergeben, warum wir heute auch Hotels verkaufen und betreiben, weil wir immer größere operative Expertise im Unternehmen aufgebaut haben. Und dadurch sind wir heute in der Lage, auch Hotels zu führen, Hotels zu sanieren, Hotels zu optimieren, Interimsmanagement für Hotels anzubieten. Und durch unser breites Netzwerk, das wir uns in den vergangenen 20, 25 Jahren aufgebaut haben, wissen wir natürlich auch, wann und wo was zu kaufen und zu verkaufen ist und versuchen, unsere Kunden dabei zu helfen. Und weil du als Berater so viel Zeit im Hotel verbracht hast, hast du gesagt, da kenne ich mich aus. Genau so ist es ja. Außerdem ist es wirklich große Reisen und Touristik, die große Leidenschaft und passt gut zusammen. Cool. Das heißt, musstest du da sehr viel weniger reisen als in der Zeit als Berater? Weil wenn du jetzt hier sagst, okay, dann ist es ein paar Jahre mal Osteuropa, dann sollen verschiedene Länder da erschlossen werden. Hast du dann deutlich weniger Reiseaktivität gehabt oder sogar noch mehr, wenn es dann auch immer mehr dein eigener Laden geworden ist? Sie war anders. Es war nicht mehr dieses Montag 7 Uhr bis Freitag 20 Uhr, sondern ich konnte mir es weitestgehend selbst einteilen. Verreise auch sehr gerne, das ist eine große Liebe und Leidenschaft von mir, auch im privaten Bereich. Der letzte Trip ging gestern von Wien nach Berlin. muss kurz überlegen, vergangene Woche war ich bei einer Hoteleröffnung in Hamburg. Da ist das Bunkerhotel eröffnet worden, war sicher in vielen Zeitungen zu lesen, sehr spektakuläres neues Hotel. Momentan ist es überwiegend nach Deutschland. Privat war die letzte Reise nach Zell am See zum Wandern. Die nächste Reise geht privater Natur in die Türkei als Urlaubsreise. Cool. Aber vielleicht noch kurz zum Reisen. Wie hat sich Reisen verändert? Reisen hat sich bei uns in den letzten 4 Jahren substanziell verändert im Unternehmen. Seit Corona reisen wir deutlich weniger. Bei Berater war es ja früher so, du bist für einen einstündigen Termin nach Düsseldorf geflogen, nach Hamburg geflogen, nach Stuttgart geflogen und am Abend wieder zurück. Seit Corona haben wir das ganz stark in Richtung Zoom-Teams oder auf Videokonferenzen verlagert. Also wir reisen deutlich weniger. Wenn wir reisen, versuchen wir auch, so wie viele anderen heute, länger zu verreisen, zumindest mit einer Übernachtung, eben diese Tagesreisen zu reduzieren. Wir sehen auch, dass die Kunden das nicht mehr unbedingt nachfragen, dass man Präsentationen zum Beispiel vor Ort hält, weil die natürlich auch wissen, es kostet Reisespesen, kostet Zeit, kostet Geld. Und Kunden haben da ganz groß umgestellt und verlangen eigentlich keine Vor-Ort-Anwesenheit mehr. Ja, verstanden. Wenn wir jetzt sozusagen deine Journey weitergehen, du hast dann dich sehr, sehr, sehr günstig, sage ich mal, eigentlich mit dem Commitment, was du bringen musstest, mit der Fügung, dass auch die Geschäftsführerin damals gesagt hat, hey, genau das habe ich gesucht als mein Nachfolger. Das hast du ein paar Jahre gemacht und dann hast du das Ganze in der MRP aufgehen lassen. Wie ging es dann weiter? Das sind jetzt auch nochmal, lass uns nochmal über die letzten 15 Jahre. Ja, 13 oder 14 sind es. War eine sehr spannende Zeit. Wir haben als kleines Unternehmen angefangen, haben dann einen relativ rasches und schnellen Wachstumskurs hingelegt. Die waren zu viert, wie ich gekommen bin. Bin mit 4 Mann gekommen. Wir haben uns dann eigentlich verdoppelt von der Größe. Mhm. Sind dann relativ rasch, glaube ich, auf so 13, 14 Mitarbeiter gewachsen, haben große neue Kunden gewonnen, haben einen neuen Hauptkunden gewonnen, der uns dann eigentlich fast ein bisschen zum Verhängnis wurde, weil wir stark wirtschaftlich von dem abhängig wurden, haben fast die Hälfte unseres Umsatzes dort erzielt. Und irgendwann hat es so schleichend begonnen, dass der seine Rechnungen nicht mehr begleichen konnte. Man schaut dann natürlich bei einem Hauptkunden sehr lange zu. Und irgendwann war es allerdings so, dass dieser Kunde Insolvenz anmelden musste, extrem hohe Rechnungen bei uns nicht begleichen konnte. Und bei uns hat es natürlich jetzt für einen hohen Mitarbeiterstand gesorgt, den wir nicht von heute auf morgen abbauen konnten, kombiniert mit einem hohen Zahlungsausfall. Das war für uns eigentlich existenzgefährdend. Eine grobe Ausnahme, wie viel wir jetzt haben?
ich würde mal schätzen, so 700.000, 800.000 Euro. Das war für uns als Kleinstunternehmer damals wahnsinnig viel Geld. Heute auch noch viel Geld, aber damals war es besonders viel Geld. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir müssen Dinge anders machen. Man darf nicht mehr von einem Kunden abhängig machen. Das war eigentlich auch für uns ein sehr wichtiger Zeitpunkt als Unternehmen, wo wir wussten, wir uns als Partner konnten sich aufeinander verlassen, können die Dinge in schwierigen Zeiten gemeinschaftlich weiterentwickeln und haben eigentlich schon 12 bis 24 Monate gebraucht, bis wir Geschäftskonzept verändert haben und bis wir eigentlich wieder Fuß gefasst haben. Das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo die MAB, so wie sie heute ist, entstanden ist, wo die Produktlinie entstanden ist, wo wir neue Produkte gefunden haben. Und im Nachhinein war es so eigentlich eine große Lehre und eine gute Zeit für uns, aus der wir viel entwickeln konnten. Cool, ja. Ist wahrscheinlich in dem Moment hat es sich ganz anders angefühlt. In dem Moment, wenn so ein Umbruch ist, wenn es auch sehr eng am Abgrund ist, dann fühlt es sich nicht so an, als wäre das jetzt hier eine tolle Learning Experience, sondern das fühlt sich an, als wäre es das Ende. Ja, wenn beide Hände auf dem Rücken sind und die Handschellen nicht gelockert werden. Fühle ich. Aber dann ging es, sagst du, in 12, 24 Monaten nach vorne und das war die Grundlage der MAP, wie sie heute ist. Das war die Grundlage der MAP, wie sie heute ist. Sind in den letzten Jahren kontinuierlich, nicht rasant, aber kontinuierlich gewachsen. Wir waren bis Mitte letzten Jahres so 20, 22 Mitarbeiter. Wir haben uns jetzt wieder von einigen leider trennen müssen oder wir haben unseren Mitarbeiterstand angepasst, weil wir ein bisschen abhängig sind von der Marktsituation am Immobilienmarkt. Der ist läuft momentan nicht so rasend gut, weil die Zinssituation momentan etwas dagegen spricht. Und das war auch der Grund, warum wir uns entschlossen haben, wieder einige Mitarbeiter abzubauen, um uns zukunftsfit aufzustellen. Das heißt, Zinsen hoch, weniger Bauvorhaben, weniger Beratung. Weniger Bauvorhaben, weniger Transaktionen, Bankfinanzierung wird schwieriger, Eigenkapital wird teurer und es ist mit Hotelimmobilien, die nicht die allerhöchsten Renditen haben, es ist momentan schwer zu verdienen. Und insofern ist eine Businessline, wo wir bei Transaktionen unterstützen, momentan nicht dort, wo sie sein sollte. Wir haben Gott sei Dank eben über die letzten Jahre genug andere Businesslines aufgebaut. Eben geht es um Revenue Management, um Digitalisierung, um Asset Management, die ausreichend Retainer reinbringen, sodass wir ruhig und gut schlafen können, könnte das Geschäft ein bisschen mehr EBITDA abwerfen, definitiv. Mhm. Was sind dann jetzt die Treiber bei euch im Geschäft? Also du hast anfangs sowas angerissen wie der Hype in Osteuropa, dass so gewisse Länder, ihr seid auf Europa fokussiert oder sogar darüber hinaus? Auf Europa. Das heißt auch, dass jetzt sozusagen Europa als Kontinent so ein bisschen stagniert oder Deutschland ist es ein bisschen ausgeprägter, bei anderen geht's, aber es ist jetzt nicht so up and running wie vielleicht in aufstrebenden asiatischen Ländern oder in Teilen von Afrika. Wir haben einfach nicht mehr so krasse Wachstumsraten. Wie drückt sich das touristisch aus? So? Ja, das sehe ich nicht ganz so. Wir haben im Vergleich zu vielen anderen Branchen eine gesunde strukturelle Nachfrage. Handel leidet, Office leidet, Wohnen leidet, aber wir im Tourismus haben wachsende Märkte. Man geht davon aus, dass der globale Tourismus bis 2040 jährlich um 5% wachsen wird. Von dem bekommt natürlich ein großes Stück Asien ab oder die Emerging Markets, aber auch ein großer Teil wird in Europa passieren. Denn Inder, Chinesen, Brasilianer, die zu reisen beginnen, die werden nach Europa fliegen. Das heißt, in Europa werden wir einen großen Teil dieses Wachstums abbekommen. Der Mittelstand wird stärker. Boeing zum Beispiel geht davon aus, dass sich bis 2040 die globale Passagierflugzeugflotte verdoppeln wird. Jetzt gehe ich einmal davon aus, ich weiß, dass es nicht stimmt, dass jeder, der fliegt, braucht ein Hotelzimmer. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass sich die Passagierflugzeug verdoppeln wird, kann man davon ausgehen, dass der Hotelmarkt enorm wachsen wird müssen, um diese Reisenden irgendwo unterzubringen. Und deswegen sind wir einfach in einer strukturell gesunden Branche zu Hause. Tut sich der Immobilienmarkt derzeit schwer? Ja, weil einfach wenig Development-Projekte realisiert werden können, weil die Zinslandschaft dagegen spricht. Aber dennoch heißt es nicht, dass gar nichts passiert. Es passieren sehr viele Conversions, es gibt viele Bestandsimmobilien, die man umbauen kann, es gibt viele Büros, die man umbauen kann. Und vor allem wollen sich viele Hotelbetreibergesellschaften beginnen zu digitalisieren. Bestehende Hotels werden digitalisiert, werden die in die Zukunft überführt. Also uns wird definitiv nicht langweilig bei den Dingen, die wir tun. Wie ist es für dich, Martin, zurückzugucken, wenn wir jetzt auch drüber reden, mit Mitte 20, Ende 20, Consultant, aus ein bisschen diesem klassischen Tritt dann raus, immer mehr dein eigenes Ding gemacht und jetzt mit MRP, wenn du auf deine eigene Reise guckst, als Unternehmer sozusagen, was waren da entscheidende Punkte, die du vielleicht jungen Menschen, die eher noch in der Phase sind, über die wir bei dir gerade gesprochen haben, mitgeben willst?
Gute Frage. Ich glaube, als Unternehmensberater ist es notwendig, dass man neugierig bleibt, dass man versucht, einen Schritt vorauszuschauen, dass man offen bleibt, gerne neue Pfade eingeht, sich rasch auf neue Gegebenheiten einstellt, offen auf Menschen zugeht, hin und wieder auch länger arbeiten muss, dass man projektgetrieben arbeiten muss, dass man hin und wieder bis Mitternacht arbeitet, weil das Projekt morgen fertig sein muss. Ich glaube, es ist ein bisschen anders, als jeden Tag ins Büro gehen und um 5 oder 6 wieder nach Hause zu gehen. Ja, dafür gibt es wieder Zeiten, wo man durchschnaufen kann. Ob es den einen oder großen Punkt gibt, weiß ich jetzt fast gar nicht eigentlich. Ich glaube, es sind eher so viele Einzeldinge, die einen guten Berater ausmachen. Was begeistert dich an deinem Job, den du jetzt machst? Ich mache es jeden Tag gerne. Ich habe also kaum einen Tag oder eigentlich gar keinen Tag, wo ich nicht gerne ins Büro gehe. Mich begeistert es, jeden Tag neue Dinge zu tun, jeden Tag neue Dinge zu sehen. Ich bin jetzt seit 25 Jahren, 20 Jahren Unternehmensberater und jede Woche passieren wieder neue Dinge eigentlich. Neue Kunden, neue Projekte, neue Anfragen und das macht es wahnsinnig spannend und wahnsinnig lustig. Die Branche entwickelt sich toll weiter. Wir haben neue tolle Produkte, wir haben neue tolle Kunden, wir haben immer wieder neue junge Kollegen, die zu uns kommen. Und das macht eigentlich jeden Tag Spaß, wenn ich ins Büro gehe. Was erwartest du noch nach vorne hin? Ich glaube, dass alles noch viel rasanter und viel schneller werden wird. Wir sehen das auch in den Beratungsanfragen. Es muss immer alles kurzfristig sein. Wir haben am Montag um 10 Uhr Teambesprechung, wo wir die Wochenagenda festlegen. Die ist um 12 Uhr nicht mehr aktuell. Das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das anderen auch so geht, befürchte ja. Oder glaube ja. Glaube, dass wir viele neue Hotelprodukte haben werden. Es gibt große neue Player am Markt, die die Branche verändern. Es sind immer die klassischen Immobiliendeveloper und Immobilieninvestoren. Es sind Venture Capital Unternehmen, Private Equity Unternehmen, die den Markt aufmischen. Es gibt viele neue, clevere Hotelkonzepte, die die alten, konventionellen Hotelbetreiber abhängen. Diese Service-Apartment-Betreiber wie Numa, Lime, Homestay etc., die mischen den Markt auf. Die sind eine Kampfansage an den konventionellen Hotelbetreiber. Und insofern ist es eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Digitalisierung ist ein mega großes Thema. Wir als Unternehmen digitalisieren uns ja selbst. Ich glaube, dass uns das Thema KI und Digitalisierung besser machen wird als Unternehmen. Wir denke, wir werden schneller arbeiten, wir werden noch bessere Beratungsergebnisse liefern können. Wir werden Dinge, die uns nerven, die wir jeden Tag machen müssen im Market Research Bereich, digitalisieren können. Und insofern glaube ich, ist es ein kontinuierlicher, schneller Wandel, der uns bevorsteht. Wir haben jetzt das letzte Mal irgendwo gesagt, wir haben eigentlich keinen 5-Jahres-Plan mehr, weil wir glauben, dass der 5-Jahres-Plan der sichere Weg in den Tod ist. Wir fahren derzeit eher auf Sicht und versuchen, so nicht nur ganz kurzfristig zu schauen, aber uns zu versuchen, mittelfristig am Erfolgspfad zu bleiben. Das heißt, welche Zeiträume guckst du dir genau an? Wenn du sagst, 5 ist es nicht, ist es eher das Quartal und die nächsten 12 Monate? Im P&L-Forecast ist das nächste Quartal und das Jahresende und die nächsten 12 Monate. Mhm. Aber wir haben uns jetzt einen großen Plan bis 2026 gesetzt. Das ist unser großer Wachstumsplan, den wir haben, an den wir glauben, obwohl das Marktumfeld schwierig ist. Wir haben dazu sehr viel im Team in den letzten 12 Monaten entwickelt und wollen bis 2026 erhebliche Wachstumsziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, für die Folge mit Fokus auf deine Vita ziehen wir hier mal einen Strich. Aber in der zweiten sprechen wir ein bisschen über 2026, was ihr da so vorhabt. Martin, wer bis hier zugehört hat, wo kann man mehr von dir, von euch erfahren? Gerne entweder auf meinem persönlichen LinkedIn-Profil, Martin Schaffer, oder auf unserem MRP Hotels LinkedIn-Profil oder natürlich auch auf unserer Website www.mrp-hotels.com. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Einblicke in eine für mich komplett neue Welt. Ich merke, es ist interessant, weil ich auch raushöre, jetzt kommt da sehr viel mehr Geld in den Markt. Mich interessiert dann so das Thema ausländische Investoren nochmal mehr. Was macht ein Hotel heute aus? So, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Gut, sehr gut, freue mich drauf. Also, lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns eine kurze Nachricht mit Feedback und ich sage, schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting.